Tut gut, wieder ein Sturmwind zu sein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber von all dieser Rennerei kriege ich immer furchtbaren Durst. Warum gehen wir nicht mal zum pfeifenden Schwein, legen die Füße hoch und trinken einen Krug kühlen Mondbeerensaft? Und wenn wir schon da sind, sprecht mal mit der Gastwirtin Miegen. Und das pfeifende Schwein, um das pfeifende Schwein zu eurem neuen Zuhause zu machen. Solltet ihr in Zukunft mal ohne Flugmeister dastehen, könnt ihr dann mit eurem Ruhestein direkt ins Gasthaus zurück. Das ist nicht nur schneller als ein Greif, sondern spart euch auch ein paar Kupfermünzen. Sprecht mit Miegen. Auf zum pfeifenden Schwein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Geht auf mich. Wenn das nicht die Anja ist. Ja, hallo Jalat. Natürlich. So. Und der Horst, die hüpft hier schon rum und sagt, mach endlich mal. Hallo Windy, bei mir ist eine frische Lieferung Waffen eingetroffen. Der Admiral dachte, ihr möchtet vielleicht etwas kaufen. Oh ja, ich hätte gerne eine Nahkampfwaffe für mich. Wie cool. Hier, Expeditionsstecken, zweihändig. Plus 3 Ausdauer. Oh, und ich habe doch so einen schönen... Wobei, der macht genauso viel Schaden wie der super tolle blaue Bogen, den ich in der Mini-Ini bekommen habe. Da steht übrigens Tungs winziger Bogen. Ziemlich klein, zumindest für einen Oger. Und zumindest auch witzig, weil ich ja Gnomen bin. Also ich hole mir mal diesen Stecken, damit ich wenigstens etwas zum Kloppen habe. So. Auf dann. Zack. Dann kann ich halt diese Fernkampfsachen nicht mehr benutzen, aber ich bin ja Überlebensjäger. Bist du jetzt bei der Allianz oder schaust du dich nur mal um? Och, eigentlich bin ich ja bei beiden. Ja, jetzt nicht so... dass ich nur eins spielen will. Tresertappe des Schlachtzugs. Ah, stirb! Wenn ich stundenlang auf dich drauf haue, bist du auch irgendwann mal tot. Was haben wir denn dann noch? Einfach nur Schaden? Level 10. Ey, die heilt sich wieder. Okay. Ich werde Shadowlands erstmal tatsächlich wählt eine Spezialisierung aus und drückt aktivieren. Habe ich schon. Weil das gerade so geleuchtet hat. Habe ich schon. Bin schon spezialisiert. Ich werde in Shadowlands erstmal Allianz spielen. Weil ich meine Luna quasi wiederentdeckt habe und sie eigentlich schon gerne mit etwas mehr Liebe bedenken will. Sozusagen. Und ja. Und ich bin einfach Allianz. Bin ich halt einfach. Da kann man nichts dagegen machen. Kommt man hier eigentlich rum oder ist hier nur Mauer? Nee, hier ist nur Mauer. Und fliegen ist noch nicht. Aber ich habe ein schickes Jagd, guck mal. Ist das nicht süß? Du hast auch ein schickes Mount. Die Horde hat die Stadt vor Jahren überfallen und größtenteils zerstört. Aber wie ihr seht, wurde sie wie neu wieder aufgebaut. Ja, und ganz schick, schick, schick. Also ich werde dann Horde natürlich auch parallel spielen und Horde und tatsächlich, wenn es dort Unterschiede gibt zur Allianz, das natürlich dann auch. Ach so. Die Wirtschaft ist ja hier. Ich habe jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht, was ich eigentlich tun soll, questtechnisch. Und dann werde ich natürlich auch zeigen, was auf der Horde-Seite ist, wenn da irgendwas sich ändert. Fraktionstechnisch. Okay, was sollen wir denn tun? Ah, mit der Gastwirtin sprechen. Braucht ihr etwas? Füllt euren Krug und zieht einen Stuhl heran. Wir haben Geschichten zu erzählen und Humpen zu lehren. Ich möchte ein wenig in euren Waren stöbern. Warum blinkt das so? Damit man da auch wirklich das anklickt, um mal zu gucken, was sie alles hat. Oh ja, viel hat sie. Ich könnte auch mal mein Geraffel verkaufen.
Und ich könnte auch mal, ich weiß nämlich, dass das Add-on auch funktioniert, deswegen kann ich das auch aktivieren, obwohl es veraltet ist. Wobei, das ist natürlich dann wieder blöd. Ganzen müsste ich dann rausmachen, wo veraltet steht. Gibt es wieder Fehlermeldungen? So. Oh, das ist ganz gut, wenn ich jetzt sehe, welche das sind, und dann klicke ich die einfach weg. Und dann kann ich nämlich die, wo ich weiß, dass die tatsächlich funktionieren, auch wieder mit reinnehmen. Obwohl sie veraltet sind. Das brauche ich nicht unbedingt. Und immer noch was veraltet. Das können wir auch nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht. Um, vor allem nicht auf dem Charakter. So. Immer noch was Veraltetes. Hier oben die zwei. Habe ich was übersehen, was irgendwie veraltet ist? Oben vielleicht. Ja. Klassik brauchen wir eh nicht. Wir sind hier nicht auf dem Klassik-Server. Das auch. Ist weg. Nee, kommt schon, ihr Häkchen. Okay. Und dann können wir nämlich... Was wollte ich? Seljunk. Was ist denn da? Das ist nämlich zwar veraltet, aber es funktioniert. Und Pratt hatten wir ja ausgestellt. Pratt macht... Tun sie gerade ständig patchen, aber es funktioniert trotzdem nicht. Weil ich habe keine Lust, jetzt dauernd irgendwelche Fehlermeldungen wegzuklicken bei Addons, die zwar irgendwie funktionieren, aber trotzdem Meldungen leider bewirken. So, öffnet euer Zauberbuch. Ist ja nicht so, dass ich das nicht schon hatte, ne? Hut stellen. Hallo? Ich habe das alles schon reingepackt. Schwachsinn. Ah, es ist doch schon überall. Jetzt irgendwie durch das Neuladen. Okay, und wenn ich jetzt nämlich hier die Dame anklicke, Hallo. Dann müsste es gleich das ganze Geraffel verkaufen. Mögen die Reisen sicher sein. Nö. Wie geht's? Ich habe jetzt irgendwas deaktiviert, glaube ich. Ah, doch, jetzt. Ramsch verkaufen, weg damit. Gut. Schönen Tag auch. Seht euch das Reittier in der Sektion Sammlungen an. Nur wegen des Reloads. Das Reittier will ich gar nicht. Das ist hässlich. So, aber ich soll mich natürlich hier binden. Ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Ich habe gar keinen, keine Homestore. Auf dann. Wollt ihr? Ja. Jetzt habe ich eine Homestore. Schönen guten Tag. Solange die Taverne zum pfeifenden Schwein euer Heimatort ist, sorgen wir dafür, dass ihr Feuer in eurer Abwesenheit, dass ihr Feuer in eurer Abwesenheit niemals verlischt. Der Taverne, oder? Man sieht sich. Das Blöde ist nur, ich finde diese Taverne total ungünstig, um mich dort zu binden. Das ist doch viel praktischer vorne am Eingang bei der Taverne. Bitte entschuldigt die Unterbrechung, Windy. Ich habe Befehle von Captain Garrick. Aha. Okay, jetzt ist die gemütliche Tour vorbei und wir werden jetzt gleich wieder eingezogen.
Ich werde nach besten Kräften helfen. Ah, ich habe ihn ganz sturmwind nach euch gesucht, Windy. Die Kapitänin hat dem König ihren Bericht vorgelegt. Anscheinend benötigt Sturmwind erneut eure Dienste. Die Anführer der Allianz haben sich zu einem Treffen in Burg Sturmwind versammelt und König Vryn höchstpersönlich besteht auf eure Anwesenheit. Ich sollte euch unverzüglich finden und diese Nachricht überbringen. Es war mir eine Ehre, mit euch zu dienen. Windy, möge das Licht euch auf all euren Wegen segnen. Sprecht mit Kapitän Garrick in Haltet euch von Sturmwind. Ihr werdet alles Nötige in Burg Sturmwind erfahren. Optional sprecht mit Lindel. Die Macht der Wissenschaft. Ich muss los, König Vryn erwartet mich in Burg Sturmwind. Es war eine Ehre, mit euch Abenteuer zu bestreiten. Das war's. Also einfach mal kurz noch Tschüss sagen. Findet Kapitän Garrick in Burg Sturmwind. Aber bitte ohne orange zu werden. Schön hier. Und ich darf beim König höchstpersönlich. Flugspezialistin? Hallo. Meine Aufgabe ist es, Flüge für König Vryn zu buchen. Falls ihr einen besonderen Auftrag im Namen der Krone vorweisen könnt, kann ich einen Flug für euch in die Wege leiten. Auf dann. So, die ist doch neu, oder? Das habe ich die noch nie gesehen hier. Ich wollte gerade sagen, kann man jetzt im Schloss offiziell. Gut zu hören, dass eure Mission erfolgreich war, Kapitänin. Ah, das ist dann wohl unser Neuzugang. Willkommen. Oh, und Gennis da und Shaw und Jaina und. Sehr schön, ich fühle mich geehrt. Wir verbeugen uns mal. Wie sie es gehört. Oh, sie macht nur ein Knicksi. Oh. Wir haben einiges zusammen durchgemacht. Gut, dass ihr da seid, König Vryn. Und die anderen erwarten euch schon. König Vryn hat uns zu einem Kriegsrat einberufen. Es ist sehr dringend. Anscheinend gab es einigen Ärger mit der Horde, während wir unterwegs waren. Ihr habt dem König mit eurem Mut und eurem Ehrgefühl bei unserer Mission auf der Insel des Verbannten sehr beeindruckt. Da ihr jetzt endlich hier seid, wird der Rat unverzüglich beginnen. Nehmt am Kriegsrat in Burg Sturmwind teil. Wow, bin so eine kleine Rekrutin. Und ich darf jetzt am Kriegsrat mit teilnehmen und ich bekomme dafür eine Erkennungsmarke der Allianz. Wow. Bin ich nicht gut? Wir sehen uns wieder. Der Krieg gegen die Horde beschäftigt mich sehr. Was bringt ihr mir für Neuigkeiten, Spionagemeister? Ich habe gehört, die Horde hat sich mit dem Sandalari-Imperium verbündet. Damit sind ihre Seestreitkräfte noch stärker. Dann müssen wir uns auch neue Verbündete suchen. Jaina, was ist mit Kul Tiras? Ihre Flotte ist die beste auf hoher See. Könnt ihr sie überzeugen, wieder der Allianz beizutreten und uns zu verstärken? Ich muss es versuchen. Ohne ihre Unterstützung sind wir den Seekräften von Horde und Sandalari hoffnungslos unterlegen. Ich kehre mit der Flotte von Kul Tiras zurück. Oder gar nicht. Seid vorsichtig, Jaina. Möge das Licht mit euch sein. Okay, da kriegt man jetzt so ein bisschen die Überleitung quasi nach. Muss ich euch daran erinnern, dass Kul Tiras die Allianz wegen Jaina verlassen hat? Sie wird dort nie willkommen sein. Und darum wird sie auch nicht allein gehen. Sondern mit. Oh, ich darf mit Anduin persönlich sprechen. Die Löwen hier. Die sind doch auch. Ist der Thron neu? Oder wenigstens redesign? Soll ich mich mal hin? Guck mal so. So, oh, mein König. Ach, so der Menschenkönig.
Sturmwind weiß eure Die Horde hat uns erneut zum Handeln gezwungen. Das können wir nicht tolerieren. Ihr seid in Sturmwind immer willkommen. Bleibt wachsam. Kul'Tiras besitzt die größte Seestreitmacht von Azeroth und ist ein einstiges Mitglied der Allianz. Aber leider haben wir kaum noch Kontakt zu ihnen, seit Jainas Vater, Lord Admiral Delin Brachtmeer, in Terramor getötet wurde. Viele waren der Meinung, dass Jaina so überzeugt von der Aussicht auf einen Frieden zwischen Allianz und Horde gewesen sei, dass sie an diesem Tag ihren eigenen Vater verraten hat. Vielleicht spürt sie jetzt, dass die Zeit gekommen ist, die Vergangenheit ruhen zu lassen. So sehr ich die Vorstellung hasse, Jaina einem Risiko auszusetzen, Kul'Tiras muss sich wieder der Allianz anschließen. Möge das Licht mit euch sein. Sprecht mit Lady Jaina Brachtmeer im Hafen von Sturmwind. Das Bleibt heißt aber... Wachsam. Kapitänin Garrick lobt euch in den höchsten Tönen. Jaina kann sich sicher auf euch verlassen. Und das gilt auch für die Allianz. Das heißt, würde aber heißen, ich werde jetzt direkt nach Boralos geschleust, oder? Mal gucken, ich muss doch irgendwo noch die Option dann kriegen. Schön, euch zu sehen, Rekrut. Der König hat uns zusammengerufen. Es gibt dringende Angelegenheiten, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Hier trennen sich unsere Wege. Danke für alles. Ich bin ganz sicher, ihr habt eine strahlende Zukunft vor euch. Passt ja, da ganz draußen bestimmt. Auf euch auf und vergesst nie eure Ausbildung. Ich will auch mal so groß und stark werden wie du. Auf jeden Fall. Irgendwie bockt hier immer so ein Huhn herum und quatscht mir in meine Dialoge. Ich glaube, ich muss es mal finden und fangen. Und dann röste ich es auf dem nächsten Lagerfeuer. Nachtelfen-Nuggets. Ja, die sollen besonders lecker sein. Hier ist so leer. Kaleda, Morgenhauch. Steht hier ganz einsam. Hallo, ihr der Jägerin. Wollt ihr mit? Aha, jetzt habe ich einen besonderen Hallo? Auftrag. Meine Aufgabe ist es ja. Ich muss Jaina Brachtmeer an den Docks sprechen. Man sieht sich. Ja, sowas. Dann muss man nicht durch die ganze Stadt laufen. Das ist aber nett. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, das ist der Ballon. Okay, wir lassen uns einfach mal überraschen. Tschüss, Greif. Danke fürs Herbringen. Oh, Jaina. Höchstpersönlich. Ich werde tun, was ich kann. Seid ihr bereit für die Reise nach Kul'Tiras? Eigentlich nicht. Ich dachte, ich kann irgendwie so ein Zeitwanderungs-Kampagne irgendwo starten. Muss ich erstmal nach Boralos? Ich bin bereit, die Segel zu setzen. Wir alle haben unsere Dämonen. Jetzt bin ich gespannt. Dann müssen wir irgendwie... Ich weiß nicht, wahrscheinlich, dass man dann überall hinkommt, oder? Weil so würde ja jetzt... unsere bekannte Kampagne anfangen. Ahoi, ahoi, o Tochter der See. O süßes Mädchen mein, sie ist das Licht des stolzen Admirals bis zum letzten Sternenschein. Kommst
Kommst du zurück zu mir? Solange du auf mich wartest, überstehe ich jeden Sturm. Zeit zu gehen, Jaina. Hab dich lieb, Papa. Komm an Deck, Liebling. Deine liebende Mutter wird dir niemals vergeben. Nein! Lady Jaina, wir sind da. Danke, Kapitän. Okay, und wir sind in Boralos gelandet. Die Zeit für Träume ist vorbei. Nach all der Zeit wieder zu Hause. Aber auf Boralos habe ich jetzt keine Lust. Habe ich das jetzt, weil ich diese Sturmwindführung gemacht habe? Wenn ich die jetzt geskippt hätte, die Sturmwindführung, dann hätte ich jetzt eine Zeitwanderungskampagne, oder wie? Ich verstehe das nicht so ganz. So, jetzt haben wir bekommen einen Tötungsbefehl, okay. Wir bekommen wohl alle. Ja, okay. Das heißt, muss ich das jetzt machen oder kann ich mich noch irgendwo umentscheiden in Sturmwind oder wo? Das finde ich nämlich jetzt ein bisschen doof. Weil das kenne ich ja schon. Also wir sind jetzt hier auf dem Schiff. Okay, den Besuch muss ich jetzt sowieso machen, weil ich hänge ja hier. Ich glaube, du kannst das noch ändern. Ich hänge ja jetzt in der Story. Was ich gerne jetzt trotzdem hätte, wäre jetzt wieder mein Tracker. Den sie ja vorhin deaktiviert hat, weil es ein bisschen Probleme gab. Wir schauen einfach mal. Jetzt machen wir mal die Audienz. Die wahre Schlacht. Die lassen uns nicht näher ran an die Festung. Wir müssen von hier aus laufen. Die Rückkehr nach Boralos hat Gefühle aufgewühlt, von denen ich glaubte, ich hätte sie hinter mir gelassen. Erinnerungen, die im Laufe der Jahre geglättet wurden wie Steine von der Flut. Jetzt fühlt sich alles wieder so frisch an. Ich weiß nicht, wie das hier enden wird, nur dass wir es versuchen müssen. Ich werde niemals vergessen. Ich hoffe, das funktioniert. Halt! Was sind eure Absichten? Ich bin Jaina Prachtmeer. Ich ersuche eine Audienz bei Lord Admiralin Catherine Prachtmeer, meiner Mutter. Keine Sorge, wir bringen euch schon zu ihr. Ihr werdet euch für eure Verbrechen gegen Kul Tiras verantworten. Wie ihr wünscht. Aus dem Weg! Wir haben gefährliche Gefangene bei uns. Ich sehe, die Stadtwache ist diszipliniert wie eh und je. Mein Vater war so stolz auf sie. Und jetzt sehen sie mich als Verbrecherin. Mama, wer ist die Frau? Komm jetzt, wir gehen heim. Sofort. Wahrscheinlich habe ich das verdient. Schafft die Zivilisten da weg. Sichert den Bereich.
Es ist die Tochter der See. Lady Jaina, ist sie das wirklich? Sie kommt zurück, um's zu Ende zu bringen. Mörderin! Verräterin! Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Für die Allianz. Meine missratene Tochter kehrt heim in das Königreich, das sie verriet. Wieso? Ich bin hier, um Kul Tiras um Hilfe zu bitten. Im Namen der Allianz. Die Allianz? Ha! Wo war sie, als wir um ihre Hilfe gefleht haben? Als unsere Männer, Söhne und Brüder in Theramor niedergemetzelt wurden! Bestraft nicht die Allianz. Für meine Taten. Ihr gebt es also zu? Ihr gebt zu, dass es eure Schuld ist, dass unsere Männer alle tot sind? Es ist wahr. Aber ich tue alles in meiner Macht Stehende, damit Kul Tiras Wunden heilen. Catherine, wir haben Gesetze. Die Strafe für Verrat ist der Tod. Akzeptiert ihr das Urteil eures Landes? Ich akzeptiere dein Urteil, Mutter. Du bist nicht meine Tochter. Macht mit ihr, was ihr wollt. Sie bedeutet mir nichts. Vertraut ihr nicht. Hey, da ist ja jemand aufgewacht. Jetzt werde ich natürlich auch nicht gefragt, ob ich diesen Part hier überspringen will. Bin ich schon ein bisschen selber schuld. Hab noch meinen Stab. Aber sonst nichts mehr. Oh no. Ja, ich weiß. Ja, also echt. Ahoi! Ich hoffe, ihr habt ein angenehmes Schläfchen gehalten. Ihr werdet eure Kraft brauchen. Bin ja so erleichtert, dass ihr aufgewacht seid. Euch hier rauszutragen hätte wohl einige Unannehmlichkeiten mehr bedeutet. Mein Name ist Finn und mein Klient in Boralos zahlt mir eine fürstliche Prämie dafür, dass sie euch hier rauszuholen. Ihr seid hier in Tol'Dagor eingekerkert, meine Liebe. Früher war das ein anständiges Gefängnis, bis die Handelskompanie Aschenwind es gekauft hat. Jetzt ist es Priscillas Privatgefängnis voller Gesindel auf beiden Seiten der Gitter. Andererseits war es dadurch auch nicht gerade schwer, die Wärter zu bestechen. Und um zu euch zu kommen, jetzt müssen wir nur noch einen Weg hinausfinden. Aber sorgt euch nicht, ich habe schon einen Plan. Aber ich meine tatsächlich sogar gelesen haben... Das ist der Plan. Schlag mich! Na los, schlag mich! Ich meine tatsächlich gelesen zu haben... dass manche sogar absichtlich in den Zeitwanderungskampagnen am Anfang herumspringen. Nicht so schüchtern! Voll auf die 12! Ja, gleich finden, gleich. Damit sie sich ein paar Vorteile freischalten und dann quasi irgendwo noch weiter Questen leveln. Okay, haut Finn. Er wollte es so. Au! Ah! Mieser Schläger! Wache! Wache! Hilfe! Oh!
Hey, was geht da drin vor? Was hättest du gerade bei mir nicht erwartet? Ich kann mit dem Wort nichts anfangen. Schnell, der Hebel! Kannst du den nicht selber drücken? Du stehst zuerst da. Aufstand, Jungs! Macht sie platt! Was?